Dann der Kollege Detlef Müller für die SPD-Fraktion, bitte. Meine dritte Frage geht an die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, Herrn Dr. Pohl und Herrn Strehmann. Wir haben in der PBFG in der Welle sehr starke kommunale Steuerungsmöglichkeiten eingebaut, vereinbart. Wie bewerten Sie das? Wie bewerten Sie vor allem diese kommunalen Steuerungsmöglichkeiten im Gelegenheitsverkehr? Reicht das aus? Gibt es weitere Bedarfe? Und, ich denke, eines der wichtigsten Themen oder Fragen an der Stelle, wie ist es eigentlich um die Kontroll- und Durchsetzungsfähigkeit dieser Regeln bei den Kommunen tatsächlich bestellt? Kollege Gelbhardt, bitte für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Es ist ja so, dass die in dem Entwurf zum PBFG geregelt ist, dass künftig auch digitale Plattformen darunter fallen sollen und als Beförderer gelten sollen, wenn sie als gegenüber dem Fahrgast als Vertragspartner, Hauptvertragspartner auftreten. Und das heißt, sie sind quasi genehmigungspflichtig im Sinne des Gesetzes. Da stelle ich die Frage, ob das aus Ihrer Sicht ausreichend in dem Entwurf geregelt ist, dass digitale Plattformen wie zum Beispiel in Uber auch genehmigungsfähig und wichtig sind, oder fehlt da aus Ihrer Sicht im Gesetz etwas? Fehlen da klar geregelte Genehmigungsvoraussetzungen für digitale Plattformen? Ist nicht ganz unrelevant, weil es da Fragen gibt zum Stichwort Verfassungsgemäßheit, weil es da alte Bundesverfassungsgerichtsurteile gibt. Und deswegen diese sehr spezifische Frage, aber wir wollen ja, ich will jetzt hier nicht die Sinnfrage stellen, wie gerade die SPD, sondern bin eher bei der Wie-Frage, was wir dann noch alles so verbessern müssen am Entwurf, um das richtig rund zu machen. Dr. Brom, bitte. Es ging um die Frage, ob es eines eigenständigen Genehmigungstatbestands für die Plattformanbieter bedarf. Ich möchte vorausschicken, dass wir als kommunale Spitzenverbände die grundsätzliche Ausrichtung des Gesetzesentwurfs ausdrücklich begrüßen und auch die klare Erwartung haben, dass die Gesetzesnovelle in dieser Legislaturperiode zu einem Abschluss kommt. Wir begrüßen die Steuerungsbefugnisse, die der kommunalen Ebene eingeräumt werden, um passgenaue Lösungen zu ermöglichen, sehen aber eben Nachsteuerungsbedarf in verschiedenen Punkten, die heute schon angesprochen worden sind. Einmal betreffend das effektive Zusammenwirken der Verkehrsformen, gebündelter Bedarfsverkehr, ÖPNV, aber eben auch den Nachsteuerungsbedarf beim Mietwagenverkehr, damit wir nicht mehr Verkehr und kein Rosinenpicken bekommen in den Kommunen. Herr Strehmann und Herr Schilling haben das schon ausgeführt. Und den Nachsteuerungsbedarf bei den Datenthemen, also Daten zur Kontrolle und zur Mobilitätsvernetzung. Das war schon angesprochen worden. In unserer Stellungnahme angesprochen haben wir darüber hinaus aber eben auch die Regelungslücke, die wir in Bezug auf einen eigenständigen Genehmigungstatbestand für Plattformvermittler sehen, die nach der europäischen Rechtsprechung selbst als Beförderer anzusehen sind, weil sie maßgeblich auf die konkrete Ausführung der Beförderungsleistung Einfluss nehmen, auf Disposition der Fahrzeuge, Preisgestaltung, Marketing etc., so dass deren Tätigkeit, deren Vermittlungstätigkeit eben nicht eine reine Vermittlungsdienstleistung der digitalen Gesellschaft ist, sondern eben selbst als Beförderungsleistung und als Verkehrsleistung zu qualifizieren ist. Und Herr Koller hat auch schon angesprochen, dass ein solcher Genehmigungstatbestand ja auch Chancen bietet, einen eigenständigen Beitrag zur Sicherstellung eines Level Playing Fields zu gewährleisten. Er ist aber nicht nur nice to have, sondern er scheint aus unserer Sicht, ist er auch zwingend notwendig. Wenn ein Gesetz eine Genehmigungspflicht vorsieht, dann muss sie auch Regelungen enthalten, wie die betreffende Tätigkeit genehmigungsfähig gestellt werden kann. Genehmigungspflicht ist ja kein Verbot, sondern es ist ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das heißt, es muss irgendwo eine Anforderung geben, dass diese Tätigkeit genehmigt wird. Und jetzt haben wir im PBFG ja einen Typenzwang, wenn man so will. Die einzelnen Beförderungsleistungen müssen entweder als Linien- oder als Gelegenheitsverkehr zugeordnet werden können. Deshalb regeln wir ja jetzt auch den 46 Absatz 1 neu und fügen dort eben den Linienbedarfsverkehr als neuen Form des Linienverkehrs ein. Und wir ergänzen bei den Gelegenheitsverkehren in dem 46 Absatz 2 den gebündelten Bedarfsverkehr. Ansonsten wären nämlich diese neuen Verkehrsformen gar nicht zulässig. Das sagt auch der 46 Absatz 2 ganz ausdrücklich als Form des Gelegenheitsverkehrs.
Verkehrs sind nur zulässig. Und dann kommen bisher eben die drei Nummern. Und die wird jetzt um die vierte ergänzt für den gebündelten Bedarfsverkehr. Aber wir haben keine Regelung, die irgendwie sagt, was denn jetzt die Anforderungen an den Plattformvermittler sind, der selbst als Beförderer gelten soll. Und das ist ja eine eigene Form der Personenbeförderung jetzt nach der neuen Regelung und der Genehmigungspflicht. Und die Tätigkeit des Vermittlers, der selbst Beförderer ist, ist mit keiner der aufgeführten Verkehrsformen vergleichbar. Die Tätigkeit ist eben nicht die des ausführenden Verkehrsunternehmens. Und Herr Weigler hat das gerade selbst gesagt. Uber vermittelt Taxifahrten, vermittelt Mietwagenfahrten, vielleicht künftig auch gebündelte Bedarfsverkehre. Also ist die Tätigkeit des Vermittlers keiner dieser Genehmigungsvoraussetzungen so klar zuzuordnen und deswegen auch nicht klar, nach welchem Genehmigungstatbestand sie denn nun zu genehmigen wären. Sie denken an die Zeit, Entschuldigung. Ja, und welche Anforderungen sie. Also es ist so, dass der, also es scheint schon, um die Widersprüchlichkeit der Rechtsordnung und des Gesetzes zu vermeiden und aus Rechtsstaatsgründen notwendig, hier einen eigenen Regelungstatbestand vorzusehen, der sozusagen aus der Genehmigungspflicht auch wieder eine Möglichkeit, Genehmigungsfähigkeit herzustellt. Der Verkehrsausschuss hat hierzu einen Vorschlag gemacht. Der Verbraucherverband hat auch das Regelungserfordernis gesehen. Ich kann es nur noch mal unterstreichen. Wir sehen es auch als Erfordernis an. Und es gibt in der Tat auch eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zu einem ähnlich gelagerten Fall, wo es in den 60er Jahren um die Genehmigungspflicht von öffentlich vermittelten Mitfahrten ging und wo das Bundesverfassungsgericht dann auch gesagt hat, die Anordnung einer Genehmigungspflicht ohne zu regeln, unter welchen Voraussetzungen denn Genehmigungsfähigkeit hergestellt wird, führt zur Verfassungswidrigkeit dieser Genehmigungspflicht. Also wenn wir das regeln wollen, dann sollten wir da auch einen Genehmigungstatbestand dazu vorsehen.